Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Und dabei ist auch noch der Humako und der Luca 0202, die nicht im TS sind, aber die mit mir ein bisschen aufnehmen wollten. Und Humako schreibt erstmal Donald, das PvP-Texture-Pack von Torben. Das müsst ihr natürlich nicht, also ihr könnt es euch angucken und wenn ihr es haben wollt, dann könnt ihr euch es gerne downloaden. Der Link dazu steht in der Beschreibung. Ja, es ist ein PvP-Texture-Pack und genau, es ist mit von mir, mit Hilfe von Texturen von verschiedenen anderen Texture-Packs erstellt. Und ihr seht schon, das ist hier noch eine Verbesserung, die ich machen muss. Das Villager-Inventar ist noch nicht transparent. Das wusste ich vorher, ich dachte, das ist kein Problem, aber hier greifen die zuerst auf das Kisten-Inventar zu und dann greifen die hier auf das Kompass-Inventar, auf das Villager-Inventar zu halt. Und das ist das Ding an der Sache. So, okay. Let's go. Lol, das ist der Felix. Das Texture-Pack von mir besser überhaupt. Ach man, du bist süß. So, okay, boxen, 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 boxen. Tschüss. Guck mal, er heißt sogar Boxer. Dann kriegt er mal richtig geboxt hier auf die Fresse. Oh, tschüss. Ja, ist nicht so gut geboxt, ne? Komm, ich boxe euch. Wie der Boxer HD. Und tschüss. Na komm, baut euch dran. Ja, komm mal. Das ist lustig, nämlich wenn man den Block direkt abbaut. Man macht schon relativ viel Spaß. Oh shit. Er denkt sich erstmal, ich muss gut equipped in die Mitte kommen. Ah, jetzt geht er natürlich das Ganze. Jetzt geht er die Party ab. Und hier wird wieder die Base bekämpft. Ach, der Spawner bekämpft. Luca, was tust du? Jetzt muss ich. Oh. Muss ich denn da gekonnt? Shit, ich hatte ein Gold dabei. Och man, das war unnötig. Können wir den da mal bitte runterboxen? Ah, jetzt baut er sich hoch. Fuck. Leute! Leute, geht weg! Alter, die kriegen es doch schon wieder nicht gebacken. Ich sehe es doch schon wieder kommen. Alter, es ist echt. Ich habe echt keinen Bock mehr. Wieso kriegen die. Lol. Okay. Sie haben ihn, lol. Respekt. Ich wollte gerade schon wieder ausrasten. Weil das wäre einfach Horror gewesen, wenn die jetzt das Bett gekriegt hätten. So, I'm ready to do this. Unser Weg ist natürlich ein bisschen verunstaltet worden. Aber gut, ne? Man darf nicht so. Ja, Humako ist dann. Hatte keinen Bock mehr. Da ist ein Gelber. Aber der sollte jetzt nicht das Ding sein. Ach, das ist der Severanov. Guten Tag, Severanov. Auch nachgejoint, der gute Junge. Na, okay, ich konnte ihn nicht kriegen. Er hatte einfach besseres Equip. Aber jetzt ist er eigentlich kein Ding mehr. Ja, okay, tschüss. So. Ich habe immer ein bisschen Angst, wenn ich ein bisschen Equip habe, wirklich in den richtigen Kampf zu gehen, wie man gerade gesehen hat. Das war zwar scheiß Equip, aber danke. Ja, ja, alle brauche ich jetzt doch dann nicht. Und der kommt auch noch da rein. So. Ich habe immer ein bisschen, ich will nie dieses Equip verlieren und mich nochmal neu ausrüsten, weil ich weiß, dass die Spawner wieder bekämpft werden. Dann hast du wieder keine Chance, dich auszurüsten und dann bist du halt am Arsch. Und ja, deswegen halte ich mich immer ein bisschen zurück, was eigentlich richtig unsinnig ist, weil wenn man schon gutes Equip hat, sollte man das ja vielleicht auch mal nutzen. Das wäre zumindest ganz klug. So, Severanov ist mir gerade auf den Sack gegangen. Weil der wird den Triumph genossen haben, als er mich getötet hat. Und eigentlich will ich ihm den Triumph nicht so gönnen. Oh, hi. Stopp, Frieden, Peace. Ey, komm, wir machen Peace, ey, Severanov. Ich bitte dich.
Nein, nein, komm, wir leben in Frieden zusammen. Nein. Oh shit, der kommt. Es ist schwach. Ich wurde von hinten von einem verkackten Blauen getötet, ey. Von Muhammad Krafter. Ah, kennt ihr Muhammad Krafter? Es stört mich echt, dieses Villager-Switching, sage ich jetzt mal. Das hier. Also wenn ihr das verbessert haben wollt, schreibt es mir in die Kommentare oder auf copsuplp.weebly.de/texturepack oder so. Da könnt ihr das dann reinschreiben in das Umfragezeug. Und ja, dann machen wir weiter. Let's go. Erstmal diese hässlichen Dinger hier abbauen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ups, was ein Zufall, dass ich dich da gesehen habe. Komm, das glaubst du jetzt selbst nicht. Idiot. Idiot, du bist ein Redner. Das ist ja sehr schlimm mit dir, Severanov. Nein. Natürlich nicht. So. Ist jetzt die Frage, wie ich mir die da hinten snaggen soll. Ich würde sagen, einfach mal YOLO MOLO, oder? Gleich. Pass auf, 3, 2, 1, go. Lass. Ach, shit, jetzt macht der. Mein Gott, nein, nicht Bone Spam, bitte. Ich bitte dich. Okay, ich brauche nur ein paar Sachen. Die Mitte ist irgendwie nicht zu erreichen für uns. Ich hasse eigentlich 6-Spieler-Maps so sehr, weil alle sich equippen wollen und weil du hast immer, wenn du ein Bett kaputt machen willst, sind da einfach so viele Leute im Weg. Die sich dann alle gut equipped haben oder so. Außer bei Rot anscheinend. Bei Rot sind nicht so viele gut im Weg. Welches Team bin ich überhaupt? Grün. Grün hat 5. Ach man, echt. Ich habe 6 Eisen dabei. Es ist traurig. Okay, Leute, es ist die Zeit gekommen, dass ich zu härteren Maßnahmen greifen muss. Ja. Ich muss jetzt die Super-Einsatz-Sonderkommando-Attacke machen. Taktik machen, wollte ich sagen. Und zwar die sogenannte Torben-Taktik. Also für die, die neu zuschalten und die nicht kennen. Das ist eine Taktik, in der man sich ganz, ganz, ganz hoch baut, dann zum gegnerischen Team und dort in Wasser springt oder ein Spinnweben plantet, wenn man runterfällt. Diese Taktik ist sehr effektiv, da die Gegner meistens nicht damit rechnen und ja. Genau, deswegen ist sie sehr effektiv. Und weil die es auch meistens gar nicht sehen. So, ich brauche Bronze. Gebt mir all eure Bronze. Ich brauche so much Blocks. Okay, ich habe jetzt 3 Stacks. I don't know if that's enough, but I'm going to try it, I think. So, let's buy this and just one of these. And I'm looking for some. Was heißt Bronze auf Englisch? I don't know. I really don't know. Ich weiß, was Gold heißt. Ich weiß, was Silber heißt. Ich weiß, was. Das ist ziemlich alles heißt, aber ich weiß nicht, was Bronze heißt. Was wollte ich jetzt vor allem mit der Bronze? Ich hab's vergessen, Leute. Einfach irgendwas, oder? Irgendwie ein bisschen gönnen, ne? Okay, wir haben noch einen Bogen, der ist Gott. Der ist immer Gott, wenn man einen Bogen hat, weil die Bogen alle einen weg. So. Also ihr seht schon, auf dieser Map ist genug Wasser. Das heißt, ich brauche keine Spinnweben. Das ist immer praktisch, weil Spinnweben ist so eine Sache immer. Das ist nicht ganz so einfach. Wasser ist relativ easy im Vergleich dazu. So. Dann benutze ich diesen wunderschönen pinken Baum, den ich übrigens wunderschön finde. Nicht mal so ein bisschen jetzt hier als Vorlage. Ach, ich weiß nicht, ob das reicht, ey. Ich weiß es einfach nicht. Ich versuche es einfach. Ich bleibe auf dieser Höhe jetzt, weil ich wirklich Angst habe, dass es am Ende nicht reicht. So, mal gucken. Vielleicht reicht es ja doch. Also das reicht jetzt auf jeden Fall. Ich meine, vielleicht mit
ob es reicht, ob die mich nicht sehen. Das wäre cool, weil ich habe eine dicke Pickaxe. Sollte ziemlich fast damit gehen, tatsächlich. Was ist denn mit dem Roten da unten? Kauft er gerade oder hat er mich schon gesehen? Ich glaube, die haben mich schon. Oder? I don't know. Wirklich, ich habe keine Ahnung. Ich muss mir unbedingt Optifine installieren zum Ranzoomen. Dann könnte ich euch das schon vorher sagen. Das wird jetzt zwar meine Hoffnung hier zerstören. Aber ja, ist halt so dann, ne? So, was lernen wir daraus? Man geht natürlich immer zuerst aufs schwächste Team. Nein, macht man eigentlich nicht. Aber ich mache das jetzt gerade, weil die anderen Teams mir einfach auf den Sack gehen. Ja, genau deswegen. Nein, weil bei den anderen Teams hast du im Moment wenig Chancen. Da musst du eigentlich auf gute Momente warten. So, ich glaube, rot sind beide in der Mitte. Das heißt, es wird locker, wenn ich da bin. Ich habe ein bisschen Angst, dass der eine sich jetzt umdreht und merkt, wie ich. Okay, sie sind beide da. Ich glaube, ich kann sogar auf das Haus drauf springen, oder? Kann ich das? Ich mache das einfach hier oben drauf. Es geht dann nämlich schneller. Okay, es war zwar nicht gesund, tatsächlich. Wer hätte es anders erwartet? Aber ich habe es überlebt und das ist die Hauptsache. Wenn ich mich jetzt hier rein sneaken kann. Er hat einfach geschrieben, grün bei euch rot. Er wollte es einfach verpetzen, ey. So ein Penner. Hi übrigens. Ich habe beide gekriegt. Holy shit, das war auch nicht schlecht. Ja, töte mich halt, ne? So, egal. Das haben wir gekriegt. Das ist übrigens die Turmtaktik, wie ich schon 10-mal gesagt habe. Aber ihr habt sie jetzt in voller Action gesehen. Okay? So. Jetzt müssen wir aufpassen, dass die nicht benutzen, um zu uns zu kommen. That would be not so cool. Nun werde ich die Turmtaktik wieder anwenden. Denke ich. Obwohl, eigentlich funktioniert die nur einmal, also dann funktioniert die nochmal, wenn die bis dahin unentdeckt geblieben ist. Aber ob sie wirklich jetzt nochmal bei den blauen Boys funktioniert, das bezweifle ich. Deswegen versuche ich es mal lieber aus der Mitte. Vor allem, weil es die blauen gerade bei mir ach shit. Okay, das mit der Mitte vergessen wir dann ganz schnell wieder. Und ich versuche es doch nochmal. Es bleibt mir keine andere Wahl, weil die Mitte eingenommen wurde. So. Okay, diesmal habe ich alle Blöcke der Welt. Jetzt brauche ich natürlich noch ein wenig Food. Because you need that if. Moment, da war einer. Das sehe ich. Ich habe die nicht so gebaut. Aber ich glaube, das war einer von uns. Ich frage mich, was er da machen will. Weil das macht echt keinen Sinn. Wenn er sich nochmal dahin baut, das macht Sinn. Wenn ich mich jetzt ganz sneaky hier unten zum Drachen baue. Passt auf, Leute. Ich erkläre euch jetzt einmal. Vielleicht kann ich das so noch unauffälliger machen. Man arbeitet ja auch selbst immer an seiner Taktik, ne? Und ja. Ich fand cool, dass ich gerade beide Kills bekommen habe. Das fand ich schon lustig. Oh shit, ich werde beschossen. Digga, nein, das kannst du jetzt nicht bringen, bitte. Ich bitte dich. Danke. Okay, sie haben es schon gecheckt. Da werden auch schon direkt welche zurückbeordert. Jo, die machen auch die Turmtaktik. Ist cool. Ist eine krasse Aktion auf jeden Fall. Ist natürlich ein Patent von mir drauf, also das müsst ihr dann schon mir ein bisschen Geld dafür bezahlen, dass ihr die machen dürft, wenn die funktioniert.
Und man kriegt halt dieses Auszeichnen, dass man diese Auszeichnung, dass man cool ist, halt als Nebensache, ne? Ja, dann bauen wir uns hier mal höher, weil die haben es schon gesehen und die haben auch ein paar mehr Bögen als Rot. Und auch ein paar mehr Teammitglieder, vor allem. Das ist das einzige Team mit 6 starken Mitgliedern. Ob die stark sind, weiß ich nicht, aber sie sind Mitglieder. Und sie stehen mir im Weg, wenn ich das Bett abbauen will. Deswegen, ja, pass mal ein bisschen drauf auf, ne? So. Mal gucken. Ich frage mich, warum keiner auf mich schießt. Da unten ist einer. Ich kann das gerade nicht sehen, ob du unsichtbar bist, weil ich bin so ein paar Blöckchen von dir entfernt. Okay, ich habe jetzt. Jetzt fange ich an, nervös zu werden, weil das ist ein starkes Team. Shit. Nein, das ist so gemein. Ach Mann. Ich brauche Bronze, Mama. Ganz viel Bronze. Wir haben keine Bronze mehr. Och nein, warum hat es nicht funktioniert? Ich mag es, wenn Pläne funktionieren. Das ist viel cooler, als wenn sie nicht funktionieren, Leute. Oh shit. Ne, wisst ihr, es ist seit 3 Minuten dran. Das können die mit mir nicht machen. Warum? Wer hat mich gerade da oben überhaupt abgeschossen, ey? Kann doch nicht deren Ernst sein. Die haben mich doch niemals aus der Mitte getroffen. Das ist ja. Ist ja nicht deren Ernst. So, ich hoffe, mir reichen die Blöcke. Ich denke, ich werde eh wieder runtergeschossen, aber komm. Just give it a try. Wenn wir die nicht fordern, dann haben die alle Zeit der Welt und durch die Mitte zu gehen ist wirklich nicht fordern, weil die einfach da Boostpay machen und das ist, denke ich mal, nicht das größte Problem. Das sollte jeder hinkriegen. Cool, ich wollte jetzt eigentlich so richtig cool gucken, wie lange es. Ach, shit, ey. Oh, hi. Nein, ich habe eine Spitzhacke. Alter, wie dumm bin ich denn? Bitte schlagt mich, ey. Ja, komm, schieß mich runter, ey. Das Leben hat keinen Sinn mehr. Es sei denn, ich kaufe mir eine bei euch. Ja, da müsstet ihr schon ziemlich dumm sein. Ah, scheiße, ich bin nicht gesprungen. Ach, es war so dumm. Nein! Da! Wie inkompetent. Wie inkompetent. Okay, danke. Es reicht mir. Oh geil, ich habe sogar ein Gold. Ich kann mir sogar eine Eisenspitzhacke gönnen. Nein. Fräulein. Ich glaube, es hackt. Du schießt mich hier nicht ab. Sonst schieße ich dich mal ab. So. Dann noch ein bisschen was zu phrasen. Vielleicht so 6 Äpfel, das reicht mir. Bin ja, ich sollte ja. Das ist ja eigentlich schon wieder so ein, ja, ich renne dahin, um zu sterben, Ding. Weil ich weiß, dass ich nicht wirklich eine Chance habe. Erstmal werde ich höchstwahrscheinlich runtergeschossen. Selbst wenn das nicht passieren sollte, ist halt noch das Problem. Warum baue ich mich hier? What the fuck, Tom? Es besteht da noch das Problem. Ach, nicht das Problem. Dann ist alles gut, wenn ich das Bett abbaue. Aber dann werde ich halt auch sterben, weil dann kommen die alle zurück und denken sich dann, sie sind cool. Aber das ist ja auch egal, wenn das Bett abgebaut ist, dann bin ich zufrieden. Und ja, solange werde ich hier auch nicht aufhören. Einmal kurz husten, das tut mir leid. Wenn ihr übrigens mal wieder Facecam haben wollt, schreibt das bitte in die Kommentare. Weil, ja, warum ist das so? Weil Facecam. Entschuldigung. Weiß es nicht. Schreibt das einfach mal in die Kommentare. Und genau, Facecam ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit. Da hat letztens mal Vegas ein bisschen rumgespackt, warum auch immer. Ich habe es bis heute immer noch nicht verstanden. Deswegen über diese Videos ohne Facecam sind irgendwie für Vegas einfacher.
weil das natürlich weniger zu tun hat, aber trotzdem, ja, das ist ein gutes Programm. Das sollte es schon hinkriegen, mal so ein paar verkackte Videos zu rendern. So, jetzt. Ich habe ja jetzt gelernt, ich mache das jetzt zu. So. Dann mache ich das zu und das. Und dann ist das Bett kaputt. Tja, ihr Naps. Nein, ich will nicht beleidigen, es tut mir leid. Es tut mir so leid, Leute. Ich beleidige niemanden in meinem Leben mehr. One. Two. Und den 3, den hole ich mir auch noch da. Er macht ja sowieso nichts. Er hat mir einfach den Kill gesnackt, der eine Penner. Nee, ich habe ihn noch. Sehr gut. Okay, jetzt kommt da einer zurück. Der will es auch wissen. Feli, will's wissen? Guck mal, Endzone. Zack, zack, zack. Alter, nein. Felix hat ihn, glaube ich, runtergeschossen. Sehr schön. Oder Luca. Nee, Felix. Oder keine Ahnung wer. Auf jeden Fall war es cool. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ey Leute, es wäre eine Premiere, wenn ich alle Betten in der Runde mit der Torben-Taktik kaputt kriege. Da müsstet ihr in die Kommentare schreiben, Torben-Taktik for the win. Weißt du, weil wegen Torben-Taktik für den Sieg, ne? Okay, versteht er. Sehr gut. So, ich bin froh, dass ich Blau tot gekriegt habe, weil... Ah ne, Gelb hat auch noch einen mehr als wir, aber gut, die sind halt nicht so OP, weil die hatten nie die Mitte. Blau war krass. Dann ist Blau irgendwie alle verreckt und da hatten sie nichts mehr. Ich habe mich einfach zum Bett gebaut. Hab natürlich aus euren Kommentaren gelernt, ich baue jetzt immer hinter mir zu, wenn ich drin sein sollte. Vor allem, wenn die sowas wie Kisten haben, die ich abgebaut habe, womit ich dann hinter mir zubauen kann, weil dann kommt mir keiner mehr nach. Dann habe ich das Bett fast sicher. Und ja. Genau, so mache ich das jetzt immer. Ich dachte auch, hinter mir bei Blau gerade wäre noch so ein richtig krass Equipter, aber das war anscheinend nicht so richtig der Fall. So, ich werde natürlich immer die restlichen Teammitglieder von Blau, falls es denn noch welche gibt, unterstützen. Ja, läuft definitiv bei dir. Du hast mich einfach dein Bett zerstören lassen. Also fast zerstören. Ja, okay, du hast es zerstören lassen. Also das habe ich jetzt mal bitte bei weitem nicht verstanden. Wieso er mich das hätte machen lassen. Ach, jetzt kommt er mit dem dicken Eisenschwert. Der Severanov ist das. Lol. Ja, stark. Guck mal, er will... Ah! Holy shit, das war ja knapp, du. Hör mal auf damit, bitte. Ich brauche hier Hilfe, Leute. Kommt und helft mir. Shit. Ah, Mann. Das war knapp. Ah, fuck. Oh Mann, den hätte ich gerne bekommen, ey. Das wäre mir ein Tri. Das wäre. Aber den kriege ich noch. Aber Leute, ich habe ganz vergessen, es zu zelebrieren. Ich habe alle Betten in der Runde mit der Torben-Taktik kaputt gekriegt. Das ist neu. Oh fuck, der Severanov rasiert, ey. Hier tue ich mal in die Kiste. Er rasiert, Leute, er rasiert. Aber wenn wir Druck machen, dann kriegen wir den. Nur wir dürfen ihn nicht auf Boss spammen. Wir dürfen ihn keinen Boss mehr machen lassen dürfen. Machen. Ach egal. Ihr wisst, was ich meine. Okay. Das war echt eine starke Runde. Vor allem, Ja, GG. Vor allem für die Entwicklung der Torben-Taktik. Hier 3 zerstörte Betten, KD5. War eine ganz okay Runde insgesamt von der Statistik her. Aber, lustige Runde mit Gelb, ne? Ja, Töfte war das, ne? Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Lasst eine positive Bewertung da, haut rein und ciao.